Ob freiwillig in den letzten 2000 Jahren oder unfreiwillig und doch freiwillig in den letzten Tagen im Gerichte Gottes hier auf dieser Welt mit jedem einzelnen Menschen wird sich jeder entscheiden, ob er mit uns für die Liebe und das Leben ist oder mit dem Tod hingeht, wo der Tod hingeht, in die ewige Verdammnis, von wo aus es kein Zurück mehr gibt. Jeder Einzelne von uns hier auf der Erde hat nur eine Entscheidung zu treffen. Leben oder Tod, Licht oder Finsternis, Freiheit oder ewige Gefangenschaft, Kind Gottes oder Kind des Verderbens. Und somit besiegeln wir selbst unser Schicksal und halten es in unserer Hand. Die Zeit, die uns gegeben ist, sich selbst zu entscheiden, haben wir und nicht mehr lange. Sobald die Posaune erschallt, wird das Gericht Gottes beendet und unterm Strich wird jeder gerichtet nach seinen Werken, der die Gnade Christi nicht angenommen hat. Aus Gnaden erlöst durch das Blut, das am Kreuz auf Golgatha vergossen wurde, für dich und für mich. Und die, die bis dahin sich nicht entschieden haben, für die wird ihr Leben entscheiden. Ob sie Gutes oder Böse getan und gelebt haben, wie sie mit ihren Nächsten umgegangen sind und was für Früchte sie gegessen haben und welche Samen sie in den Boden gelegt haben. Das steht uns jetzt allen bevor. Deshalb, Bruder und Schwester, entscheide dich. Entscheide dich für das Licht und das Leben. Das ist unsere Empfehlung an euch alle, Brüder und Schwestern. Uns, den 144.000 göttlichen Boten aus dem Himmel in diese verlorene Welt, ohne Flügel, in göttlicher Engelsgestalt, umhüllt mit dem Leib eines Menschen, sind wir hier und errichten das Himmelreich auf Erden. Und ihr habt die Wahl. Dabei sein oder nicht. Entscheidet euch.